Das Schicksal von Gabriel Petito hat nicht nur in den USA, sondern auch international für Schlagzeilen gesorgt. Nun ist es traurige Gewissheit. Die 22-Jährige ist tot. Ihre Leiche war in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming gefunden worden. Laut vorläufigem Obduktionsbericht starb die junge Frau durch Fremdverschulden. Die Suche nach ihrem verschwundenen Verlobten Brian Laundry läuft derweil auf Hochtouren. Das Paar aus Florida bereiste seit Juni die USA mit einem umgebauten Van. Die beiden teilten ihre Abenteuer mit ihren Followern auf Instagram und YouTube. Anfang September kehrte der 23-jährige Brian Laundry ohne seine Verlobte in seine Heimat Florida zurück. Die Familie meldete Gabriel Petito daraufhin als vermisst. Das letzte Lebenszeichen von ihr erhielten die Angehörigen Ende August aus dem Nationalpark, in dem jetzt auch ihr Leichnam gefunden wurde. Das Paar soll sich während der Reise oft lautstark gestritten haben. Mehrmals musste die Polizei eingreifen. Gabriel Petito soll laut eigenen Angaben unter psychischen Problemen gelitten haben. Noch stuft die Polizei Brian Laundry nicht als Verdächtigen, sondern als Person von Interesse ein. Der Krimi um Gabriel Petito erscheint noch längst nicht zu Ende.